Wer im Leben was bekommen möchte, der muss den ersten Schritt dazu gehen. Wenn ich richtig liege, möchtest du deinen Ex zurückbekommen und daher musst auch du hier den ersten Schritt gehen. Ich bin Lena, Mastercoach bei Szenario 2 und ich weiß, es gibt viele Meinungen, die da etwas anderes sagen, wie zum Beispiel, versteck dich so lange, bis der Ex dich von selbst anschreibt. Aber wer sagt, dass das überhaupt passieren wird? Und willst du dich wirklich dein Leben lang freiwillig auf die Reservebank setzen? In diesem Video schauen wir uns an, was die besten Nachrichten sind, um mit dem Ex wieder in Kontakt zu kommen. Super easy und in der Praxis in tausenden Coachings getestet. Also profitiere von dem, was wirklich funktioniert. Los geht's! Ich erlebe es quasi täglich im Coaching. Viele von meinen Klienten fühlen sich quasi schon schuldig, wenn sie dran denken, den Ex von selbst anzuschreiben. Sie denken, sie machen sich dadurch klein, man läuft sofort hinterher und es kommt ja irgendwie auch komisch rüber. Und ja, natürlich, wenn du etwas Komisches und Unpassendes an einen Ex schreibst, dann wird er das natürlich auch genauso komisch und unpassend finden. Aber es gibt auch Dinge, die absolut passend und erfolgsversprechend sind, die man dem Ex schreiben kann. Wenn du also die richtigen Nachrichten schreibst, dann scheuchst du den Ex nicht weg, sondern du ziehst ihn eher wieder so zu dir her. Und wenn sich da alles in dir sträubt, den Ex anzuschreiben, oder du Angst davor hast, dass er dann irgendwas sagt oder so, dann lass mich dir wirklich sagen, das muss absolut so nicht sein. Ich unterstütze mittlerweile seit fast 10 Jahren Menschen bei der Rückeroberung und fast alle von meinen Klienten kriegen vom Ex eine neutrale bis positive Antwort auf ihre Nachrichten. Aber nur, wenn sie das so machen, wie ich es dir auch jetzt in dem Video gleich sagen werde. Vielleicht noch ganz kurz, warum sage ich hier fast alle? Naja, ein paar bekommen leider keine Antwort. Und da evaluiere ich dann immer kurz und meistens klappt es dann mit dem zweiten Versuch. Und ja, auch ein kleiner Prozentsatz davon bekommt dann eine negative Antwort. Und auch das darf im Leben mal sein. Denn wer sagt, dass nur weil du dem Ex jetzt gerade an dem Tag schreiben willst und den Ex zurück willst, dass das auch jetzt gerade für den Ex so passt? Der Ex hat auch seinen eigenen Tageszustand, sein eigenes Leben, die eigenen Gefühle und so weiter. Das heißt, nach der negativen Antwort ist nicht gleich alles aus. Es gibt immer einen Weg weiter, wie man wieder zu einem guten Punkt hinkommt. Der allerwichtigste Punkt für Nachrichten, um mit dem Ex wieder in den Kontakt zu kommen, der ist, dass sie wirklich niederschwellig sein müssen. Es muss einfach leicht für den Ex sein, dir zu antworten. Schauen wir uns dazu doch gleich ein Beispiel an. So ähnlich habe ich es letztens erst mit einer Klientin gemacht. Die hat dann geschrieben, Hallo, ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich das kurz frage. Könntest du kurz auf der Büchereikarte nachschauen, die läuft ja noch auf dich? Welche Bücher ich in die Vorauswahl gegeben habe und mir dann ein Bild davon schicken. Dann muss ich mir das nicht nochmal alles raussuchen. Danke dir und liebe Grüße. Wie du siehst, ist das absolut niederschwellig, weil es gar nicht um die Beziehungsebene geht. Es geht um die Sache, die noch dazu sehr leicht zu beantworten ist. Die Antwort, die liegt quasi schon im Mund. Der Ex muss also jetzt nicht großartig hier evaluieren und nachdenken, muss keinen Standpunkt beziehen, ganz wichtig. Und im Normalfall muss man eine solche Antwort auf eine solche Nachricht auch nicht noch mit 5 Freunden irgendwie quer checken und besprechen, bevor man sie dann abschickt. Du siehst, die Hürde für diese Antwort ist also wirklich gering. Und die Aufgabe, wenn du so willst, an den Ex, die ist sehr konkret und leicht zu lösen, nämlich nur was nachschauen und dann zu schicken. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Aspekt. Für den Ex ist das alles jetzt mal auch abgeschlossen. Da muss der Ex nicht die Angst haben, dass das jetzt jeden Tag irgendwie weiter hin und her geht oder so. Diese Aufgabe ist gut zu lösen und damit auch beendet. Also fassen wir das mal so ein bisschen zusammen, weil du wirst das dann sicher für dich auf individuelle Situationen umlegen müssen. In der Nachricht fragst du den Ex nach etwas, das zeitlich begrenzt ist, das niederschwellig ist und das man auch wirklich einfach lösen kann. Und es ist eine Sache, die, wenn man gut miteinander ist, die man natürlich auch dann noch gerne füreinander tut. Und zusätzlich hast du halt hier auch einen irrsinnigen Schatz an Themen noch drinnen. Weil du willst ja nicht, dass es mit dem Ex bei der einen Nachricht bleibt, oder? Die Nachricht, die soll ja so den Boden bereiten für all die weiteren Kontaktpunkte mit dem Ex. Und wenn diese eine Nachricht gut geht, dann soll es ja auch weitergehen. Und wenn die Nachrichten
eben so themenbezogen sind, wie zum Beispiel mit der Bücherei, dann bieten sich da in Folge für die Follow-ups viele weitere Themen an, wie zum Beispiel allgemein alles über Bücher lesen, Empfehlungen, was gibt es da Neues, gibt es irgendwelche Bewertungen und so weiter. Und all das bereitest du eben schon unterschwellig vor, ohne dass der Ex jetzt so großartig das mitkriegt. Das ist ein bisschen so wie beim Schach. Da macht man auch nur einen Zug, aber man hat im Hinterköpfchen schon all die 10 Züge weiterhin und hat so eine Idee von dem, was man tun wird. Und genau das ist auch das Prinzip unserer Strategie. Jede Nachricht ist so ein kleiner Baustein, ein kleiner Zug, der dich letzten Endes bis zum Ziel bringen kann. Was sind jetzt noch niederschwellige Themen, die bei Klienten immer wieder gut funktionieren? Das sind so Sachen wie, welches Gewürz verwendest du für Gericht XY, wie heißt die eine App und so weiter. Gehen wir jetzt gleich weiter im Stoff und schauen ein bisschen mehr Nachrichten an, wie du mit dem Ex super easy in Kontakt treten kannst. Vor allem das hat ein anderer Klient von mir geschrieben. Hallo, die Zeit vergeht so schnell und es ist schon Ende Mai. Wie geht's dir mit deinem Kurs? Der ist ja inzwischen schon vorbei. Hoffe, es ist alles gut gelaufen. Liebe Grüße. Wie du siehst, hier erkundigt man sich nach diesem, wie geht es dir mit? Und das Thema ist auch beschränkt auf den Kurs. Und der Kurs hat zu Beziehungszeiten eben gestartet und man erkundigt sich quasi, wo dieser Handlungsstrang jetzt letzten Endes gelandet ist. Und das ist die sogenannte Fortschrittsfrage. Dabei sucht man sich eben so einen begrenzten Bereich heraus, um da beim Ex nachzufragen. Wenn du dir unser kostenloses Report Liebescomeback gesichert hast, dann kennst du das vielleicht auch schon. Ich gebe dir den Link zum Report mal hier oben auch noch hin und natürlich in die Videobeschreibung. Darin findest du dann noch viele weitere Nachrichten und vor allem auch die Vorlagen für Nachrichten, die fast immer funktionieren. Und eine wichtige Sache noch, für diese Fortschrittsfrage, da ist es ganz wichtig, dass dieser Bereich, wo du nachfragst, dass dieser Bereich für den Ex positiv besetzt ist. Also, dass der Ex zum Beispiel stolz drauf ist oder mit positiven Emotionen davon erzählen kann. Und es darf natürlich schon auch ein bisschen an früher erinnern, wo der Ex dann merkt, auch wenn wir inzwischen getrennt sind, ist es für dich nach wie vor interessant zu wissen, wie es eben in diesem Bereich weitergegangen ist. Ein Klient aus Kärnten in Österreich hat mal eine folgende Fortschrittsfrage geschrieben. Und zwar, wie geht's dir mit dem Segelschein? War bei der letzten Prüfung endlich genug Wind? Und das Coole an der Fortschrittsfrage ist also, dass die sehr universell einsetzbar sind. Also bei Hobbys, bei Kursen, wie eben der Verlauf von denen war. Oder auch, wie es beim Ex mit Menschen inzwischen gegangen ist. Zum Beispiel, wie geht es dir mit den Nachbarn oben? Sind die inzwischen ausgezogen? Nicht so gut ist es aber, wenn du sowas schreibst wie, wie geht es dir mit deinen Gefühlen? Wie geht es dir mit der Trennung? Du siehst, das ist schon wieder auf der Beziehungsebene herunten. Also versuch es möglichst konkret zu machen, nicht nur wie geht's in der Arbeit, sondern mach es spezifisch, wie geht's dir mit Projekt XY in der Arbeit und so weiter. Hier noch ein Beispiel, was auch viele schreiben. Hallo, wie geht's dir? Ich habe gerade an dich gedacht und ich hoffe, es geht dir gut. Hab noch einen wunderschönen Feiertag und genieß das sonnige Wetter. Was sagst du dazu? Spür mal kurz rein, das klingt doch ganz nett, oder? Und schließlich wäre es auch noch was Schönes, sowas zu schreiben. Stopp! Nein, mach das nicht, auf keinen Fall. Das habe ich schon erlebt, dass Leute zum Beispiel zu Ostern sowas schicken oder auch zum Weltfrauentag oder zu Pfingsten oder zu irgendwelchen anderen Anlässen und so weiter. Und ja, es ist super schön, wenn wir alle freundlich miteinander sind und uns zu diversen Anlässen gratulieren. Aber sowas nach einer Trennung zu bekommen, das ist einfach viel zu viel und ein bisschen creepy. Weil die Nachricht ist viel zu diffus und das schwappt eben sofort auf Beziehungsebene runter. So eine Nachricht zu bekommen, fühlt sich auch so ein bisschen, so ein bisschen so schleimig an. Das ist einfach zu nahe für den Ex und dem Ex ist es vielleicht auch unangenehm. Und noch dazu ist es auch hier so keine Sache, die man leicht beantworten kann und die dann damit auch erfolgreich erledigt ist. Der Ex weiß vielleicht auch gar nicht, was er jetzt so wirklich schreiben soll und was du eigentlich willst. Die Gefahr ist dabei also, dass der Ex entweder gar nicht schreibt, weil er überfordert ist, oder dass er irgendwas schreibt, was super lieb wirkt. Aber während er dir schreibt, hat er vielleicht gar nicht diese super liebe Emotion in sich, sondern irgendeine andere. Das heißt, du bekommst dann auf dein Handy eine zuckersüße Nachricht mit vielen Emojis zurück,
aber der Ex fühlt sich dabei innerlich ein bisschen komisch, gezwungen, unter Druck. Bei den Beispielen, die wir uns vorher im Video hier angeschaut haben, die du gelernt hast, da passiert das nicht, weil es super konkret ist und nicht ebenso super blumig. Wie du also siehst, ist es absolut möglich, deinen Ex auf eine sehr unterschwellige Art und Weise anzuschreiben. So, dass du nicht blöd rüberkommst oder dass es so wirkt, als würdest du hinterherlaufen. Und vor allem, es ist auch so möglich, das so zu machen, dass du nicht blöd beim Ex ankommst. Und weil es mir persönlich super wichtig ist, dass das für dich gut gelingt, haben wir bei Szenario 2 in einem eigenen Report mit dem Titel Liebescomeback 5 geniale Varianten von solchen Nachrichten zusammengefasst. Warum so viel? Naja, es ist natürlich wichtig, dass du eine gewisse Auswahl hast und dass du schauen kannst, was am besten auf deine individuelle Situation passt. Schau dir also mal alle 5 an und wenn du dann nach der Kontaktsperre bist, dann kannst du hier schon losstarten und genau abwägen, was ist jetzt die Nachricht, die am besten passt. Die eine Nachricht, die für alle zutrifft, die gibt es leider nicht. Es ist eben deshalb wirklich wichtig, dass du flexibel bleiben kannst. Den Report, den kannst du dir hier unter mir kostenlos holen. Du wirst dann auf den Blog von Szenario 2 geleitet und dort kannst du den Report dann sofort anfordern. Und im Video links von mir, da zeigt der Stefan dann quasi den nächsten Schritt, nämlich jene Fragen, die du dem Ex schreiben kannst, um Gefühle und Liebe zurückzubringen. Dann tschüss, baba und bis bald.